Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft. Das letzte Mal. Hier erstmal wieder auf Easy. Das letzte Mal sind wir ein wenig durch die Welt gereist. Und ja, beginnen hier ein neues Leben. Also ohne Scheiß, wir beginnen hier ein neues Leben. Wir haben dort das Nether-Portal und alles. Aber ich werde jetzt erstmal eine Weile hier bleiben. Der Welt wegen. Ein bisschen erkunden. Ein bisschen Ressourcen sammeln. Und aus diesem Grund baue ich hier auch gerade ein kleines Feld, damit wir auch Nahrung haben. Wir starten sozusagen ein neues Leben mit alten Ressourcen. Wir lassen unser altes Leben hinter uns. Und beginnen jetzt hier als armer Bauer. Ich brauche eine Schaufel. Oh, ich habe hier noch. Ich habe kein Eisen. Verdammte Scheißen. Ja gut, das ist ungünstig. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir in den Untergrund. Irgendwo gab es hier so ein Senkloch, in das ich ja rein wollte. Aber frag mich nicht wo. Ich glaube hier irgendwo, ne? Hier, wo der fette Kahlschlag ist. Weil wir hier Seeds gesammelt haben. Irgendwo, ich glaube hier. Das Biom hier ist so schön. Ich glaube, hier bleibe ich wirklich für eine Weile. Und da ist einfach ein Schwein. Und da war einfach ein Creeper. Ah genau, hier ist das Senkloch. Das hier ist nur ein anderer Teil davon. Aber ich glaube... Ich glaube, ich mache das so, weil hier ist ja wirklich eine schöne Welt. Dass ich mehrere miteinander verbundene Dörfer baue. So, bei uns wird es große Dorf. Und hier so ein kleines Dorf. Dann leben wir in beiden. Das hätte was. Dann kann ich irgendwann auch Stadtmauern ziehen und so. Dann ist es kein Dorf mehr, dann ist es eine Stadt. Oh. Es ist ungünstig, wenn dir in so einem Moment das Schwert ausgeht. Ich glaube, ich wurde bisher noch nicht vom Creeper gekillt, oder? Da hatte Gronkh ja deutlich schwieriger. Hallo Enderman. Die lassen da halt wirklich häufig Enderperlen fallen, ne? Oh oh. Na super, jetzt habe ich irgendwo einen pissigen Enderman in der Höhle.
ein bisschen ausfackeln. Wir wollen ja nicht ausfackelnd werden. ja. Merkt man, dass ich Semesterferien habe und dass meine geistige Höhe etwas abnimmt? Natürlich auch Kohle. Ich meine, wir fangen hier wirklich neu an. Da müssen wir erstmal für ein paar Grundressourcen sorgen. Weil ich meine, Holz werden wir jetzt erstmal nicht verbrennen. Hallo, Creepermann von Nehmann. Oh, oh. Es ist ungünstig, wenn die abprallen und zurückbouncen. Ah, das war wohl der Enderman, den ich gerade schon angetet habe. Oder der Crit macht wirklich so viel Schaden. Aber ich finde es schön. Ich weiß nicht so... In der Beta neu anzufangen. In der Beta 1.8.1. Also ich meine, einerseits hat es was, in der Alpha anzufangen, ne? Da ist halt die Welt so irgendwie originaler gefühlt. Aber die Biome der Beta sind halt extrem schön, finde ich. Also ich hatte auch überlegt, so ein LPT-Projekt zu starten irgendwann. Das dann halt aus der Vollversion heraus, also aus der dann entsprechend aktuellsten Vollversion heraus. Und dann halt auch immer die Version aktuell halten. Weil... Ich weiß nicht, es hat auch was. Weil dann starten wir in so einem schönen Biom. Die Frage ist halt nur, was machen wir dann mit dieser Welt? Weil in der Welt hier aktuell baue ich ja so ein bisschen Story, baue Dörfer auf und alles. Will man das dann in einem zweiten Projekt nochmal alles sehen? Weil hier kann man ja quasi immer wieder neu anfangen und alles durch Nether-Portale verbinden. Aber wenn wir in einer wirklich neuen Welt neu anfangen, dann weiß nicht, ob man das dann sehen will. Weil hier kann man dann auch alte Stätten neu besuchen und so. Es ist schwierig. Aber jetzt will ich erstmal hier bleiben und hier ein bisschen bauen. Und ein bisschen farmen. Das Schöne ist, hier am Flachland kann man auch sehr gut ein Dorf aufbauen. Und auch Stadtmauern und alles. Was wir nur bedenken müssen, wir haben direkt nebenan einen Fichtenwald. Dieser Wald wird später ein Schneebiom. Und im Schneebiom zu wohnen, finde ich ziemlich kacke. Ich mag Schneebiom nicht. Ich hasse die Schneebiome hier in Minecraft. Ich habe mich original verlaufen. Ich laufe hier die ganze Zeit um diese eine Steinformation rum. Ja, Schneebiome finde ich echt kacke. Da muss man gucken, ist schwierig. Wieso werden mir rechts zwei Java-Applikationen angezeigt? Ich habe doch nur das eine Minecraft-Fenster offen. Also hier auf meinem zweiten Monitor meine Taskleiste und da unten in der Taskleiste sind zwei übereinander geschichtete Java-Fenster. But why? But why? So Scheißerei.
Nope. Lament of irgendwas aus Binding of Isaac. Das finde ich auch ein bisschen ätzend, dass der iTunes Mini-Player nicht die Titel anzeigt. Sondern nur das Bedienfeld hier vor, zurück, Start, Pause und so. Das langweilt mich ein bisschen. Aber ich finde als Musikplayer ist iTunes einfach top. Bin sehr zufrieden damit. Hi. Und ciao. Es wurde ja auch erst später geändert, dass Endermen, wenn die sterben, ihre Blöcke droppen. Wenn die jetzt draufgehen, dann verliert man einen Block einfach. Ich habe keine Schaufel mehr, stimmt. Dann will ich mich da jetzt nicht durch den Sand graben, durch die Erde. Nein, hier bin ich jetzt schon wieder rausgekommen. Ach Mann. Hier oben war ich gerade. Ich sehe halt auch nicht, wo ich herkomme. Wenn er so hart von oben bin ich ja nicht gedroppt. Komme ich vielleicht von hier? Hier ist ein Piggy. Und hier geht's wieder runter. Boah, ich habe gerade irgendwie so richtig Bock, Legend of Zelda Twilight Princess aufzunehmen, ne? Also es gibt zwei Spiele am Nintendo, die ich unbedingt aufnehmen will und wofür ich mir auch definitiv eine Elgato Capture Card kaufe. Und das ist Paper Mario 64. Na gut, drei Spiele, Paper Mario am Nintendo GameCube auch noch. Und Twilight Princess an Wii. Allein wegen der drei Spiele muss ich mir eine Capture Card kaufen, weil ich die so unbedingt aufnehmen und kommentieren will. Das ist halt so mit meine Lieblingsspiele. Also Paper Mario sowieso seit Jahren ungeschlagener Favorit. Direkt danach kommt Geheimakte Tunguska, wie ihr sicherlich aus meinem Gameplay mitbekommen habt. Tunguska muss ich... Ich muss eigentlich mal Tunguska livestreamen. So wirklich von Start bis Stopp. Einmal, weiß nicht, so einen 10-Stunden-Stream machen. Ich glaube, das... Komm. Wenn wir, weiß nicht, sagen wir mal, wenn wir die 1000 Abo-Marke knacken, dann mache ich einen Geheimakte Tunguska 10 Stunden Livestream oder wie lange es halt auch dauert, das Spiel durchzuspielen. Genau, das wird das 1000 Leute Abo-Special. Oh fuck, ich muss ja eigentlich noch ein Video für morgen produzieren. Morgen ist ja der Kanalgeburtstag. Super. Ich überlege gerade, was ich da machen kann. Ah, eigentlich wollte ich jetzt Minecraft aufnehmen und danach schneiden und rendern lassen, aber ha. Daraus wird wohl nichts. Oben ist gerade Nacht, oder? Deswegen sind hier keine Monster.
Ja, oben ist gerade Nacht. Gleich werde ich gehittet. Ja, sicher. Und hier sind schon wieder tausende Endermen. Und da ist gerade was gestorben. Und da ist schon wieder was gestorben. Und noch eine Enderperle. Oh oh. Und hier ist auch noch eine Höhle. Oh oh. Tschüss. Hier sind überall Höhlen. Denkst du, ich sehe dich nicht? So, mal eben was essen. Hier sind wir runter und hier sind wir wieder raus. Ich finde es so schön, wenn der Aus- und der Eingang nebeneinander liegen. So. Okay, dann machen wir uns jetzt erstmal einen Ofen. Bei mir wird gerade irgendwie schlecht. Wird gerade auch irgendwie schwindelig. Oh, das ist ja echt nicht schön. Ja gut. Scheiß auf den einen Brennvorgang. Okay. Wisst ihr was? Dann lege ich es erstmal in der Steinhaue vor. Mach mir hier ein Feld. Ich brauche auch noch die Seeds, wenn ich hier ein Feld bauen will, ne? Wo sind die? Da.